Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Karte der Kalmsten. Ja, beim letzten Mal hatten wir ja ein kleines Problem mit dem Förderband und ja, da müssen wir uns nach dem Intro gleich nochmal drum kümmern. So, da sind wir auch schon wieder. Ich werde mich jetzt zuallererst mal wieder klitzeklein machen und an die Seite verduften. Und ihr seht, der Haufen ist noch da. Das heißt, ich habe den Trigger nicht getroffen. Da muss ich jetzt das Teil hier mal umdrehen. Was gar nicht so einfach ist bei dem Untergrund hier. Ups, das war jetzt etwas zu viel. Halt, andere Richtung. Nein! Ah, nerv mich doch nicht, du blödes Ding. So. So, schalte mal das mal hier ein. Es geht jetzt da nicht raus. Kann das hier abladen? Ja, geht. Sieht da wieder Schnee jetzt ist, das weiß ich nicht. Ist mir jetzt aber egal. Muss ich das Ding wieder drehen, irgendwie. Will aber nicht. Was soll denn die Kacke? Sag mal die Steine da ab. Also hier werde ich zum Hirsch. Nur Probleme. Nur Probleme. So. Jetzt hör doch mal auf, zu dich zu drehen. Will nicht. Wir kriegen es irgendwann, kriegen wir es hin. Lade mal das dahin. So, jetzt stelle ich die mal richtig hin, wie sie gehört. Ich mache das ganze Video hier nur mit dem Förderband. Das ist ja sowas von ultra nervig. Nee, da bin ich noch nicht am Trigger. So bin ich beim Trigger. Schalte ich mal ein jetzt. Ja. Oder? Ich habe jetzt gleich keine Lust mehr, ganz ehrlich.
Ist da was? Aufgeschissen. Leck mich doch. Wir machen das, was wichtig ist jetzt. Und zwar haben wir ja extra geschlafen, um Sojabohnen anpflanzen zu können. Und das wollte ich ja. Das wollte ich ja. Ich glaube, wo wollte ich die Sojabohnen anpflanzen überhaupt? Habe ich da was drauf? Da ist Weizen drauf, oder? Ja, da ist Weizen drauf. Wo wollte ich die Sojabohnen anpflanzen? War das hier? Ne, da sind die Steine noch drauf. Was haben wir hier? Da! Da können wir die Sojabohnen reinknallen. Genau. Ja, du kannst mir auslaufen bis zum Nimmerleinstag. Ist mir gerade egal. Hier wollte ich auch noch das Futter hinbringen. Richtig. Aber jetzt kümmern wir uns erst um die Sojabohnen. Da brauche ich bestimmt einen Traktor. Ja, gerade noch gefangen. Maschine. Wo bist du? Da hinten. Da hinten. So, schalten wir gleich um auf Sojabohne. Sorghumhirse, Mais, Sonnenblume, Zuckerrüben, Baumwolle, Kartoffeln, Zuckerrohr, Pappeln. Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen. Da sind sie doch. Und die müssen drauf auf Feld 13. Bei Feld 13 habe ich bestimmt noch keinen Kurs fürs Einsehen, oder? Feld 13. Steine pflügen, kalken, dreschen. Nee, habe ich noch nicht. Das heißt, wir machen jetzt einen Kurs. Und da fangen wir hier an. So, wir haben 30 Meter Arbeitsbreite. Ich habe nur eine Sämaschine. Also haben wir auch nur ein Fahrzeug auf dem Kurs. Anzahl Vorgewände, da reicht 1. Ich lasse mal scharf. Und da unten 0,2. Jawohl. So, generiert haben wir es. Dann kann ich das speichern. Feld 13 mit 30 Metern. So. Kurs speichern. F13. Säen mit 30 metrischen Metanas. So. Saatgut und Düngermittel. Weiß ich nicht, ob das reicht. Ich mache mal sicherheitshalber den richtigen Modus, wo wir eben schon waren. Wir arbeiten auf Feld 13. Falls du nachfüllen müssen, tun solltest, dann machst du das bitte im Hof. Und zwar Feldbearbeitungssilo. Beladung. Saatgut. Wenn du am Feld ankommst, geht's los. Ach. So, und ich schicke dich aber echt aufs Feld. Denn ich glaube, ich denke, ich vermute, das müsste eigentlich reichen. Wobei hier auf der Karte relativ viel Mineraldünger gebraucht wird. Habe ich gemerkt. Aber ich will es trotzdem mal ausprobieren. Er kann dann immer noch nachladen fahren, falls es nicht reichen sollte. Soweit ist es ja nicht, vom Feld 13 bis zum Silo.
Schon gedacht, da war mein Hund. Ups, weg. Verschwunden. Hat sich in Luft aufgelöst. Jetzt sieht es wenigstens so aus, als würde das Ding hier arbeiten. So, hier sind wir doch schon. Nur noch in die Feldeinfahrt rein. Ja, und jetzt sollte er loslegen. Ja, er fängt gleich an. Die Flügelchen breiten sich aus. Das ist ein Augenschmaus. So ein Mineraldünger sehe ich jetzt gerade noch nicht. Was? Die Pflanze braucht keinen zusätzlichen Dünger? Hä? Die Pflanze braucht keinen zusätzlichen Dünger? Stoff perfekt, Pera-Wert perfekt. Sojabohnen brauchen anscheinend keinen Dünger. Wieder was gelernt? Wusste ich nicht. Aber wenn Precision Farming das sagt, dann glaube ich mal Precision Farming. Oh. Ja, dafür braucht sie ein bisschen mehr Körner. Da ist alles rot. Aber wir haben ja 17.000 geladen. Ich denke mal, das sollte doch kein Problem sein. Da müssen wir doch rumkommen hier mit dem Feld. Da werde ich mich jetzt mal um was anderes kümmern. Und zwar möchte ich nehmen... Komm, ich riskiere es mal mit dem Anhänger hier. Oh, ich glaube, erst muss ich den anderen Traktor wegfahren, der da im Weg ist. Ich stell dich mal in die Mistgrube rein. Da bist du auf jeden Fall aus dem Weg. So, reicht ja schon. Tap. Ja, da will ich hin. Da nehmen wir den Obi-Trecker hier. Mal gucken, ob ich da auch wenden kann. Im Kuhstall. Das sehen wir ja dann. Wir fahren jetzt zum, ich glaube, Hof habe ich das. Fütterlager. Nee, ist nicht. Tierfutterproduktion, da haben wir sie doch. Wir fahren zur Tierfutterproduktion. Das, was wir hier aufladen, das bringen wir zu den Tieren. Und zwar Kühe, Futteranlieferung. Und das ist dann Mischration. Das machen wir einmal und wir machen es jetzt. Da bin ich jetzt echt gespannt. Ob ich das abgeladen kriege oder ob ich da auch den Mischwagen brauche, dann habe ich natürlich ganz verkackt. Oh, wird blockiert. Nichts blockiert. Du Schelm.
Na, wir fahren da der Innenansicht mit. Man nervt mich das Gestrüpp nicht so hier. So sieht man wenigstens ein bisschen was. Und kriegt keine Zweige in die Fresse. Kann man den schönen Traktor bewundern. Was der hier alles hat. Ah, sogar Getränkehalter. Denke ich doch mal, oder? Geht man schwer davon aus. Fußspuren auf dem Boden. So, dann gehen wir langsam mal wieder in die Außenansicht. Sobald wir dieses Gestrüpp hier hinter uns haben. Mischration. Haben wir schon mal die halbe Miete für die Kühe. Dann fällt bloß noch das Stroh. Los, los, los. Ja, laden tun wir. Dürften wir auch voll werden. Vermute ich mal. Fast. Ein paar Literchen. Aber egal. Wir sind so gut wie voll, würde ich mal sagen. Und das geht hoffentlich jetzt auch raus beim Kuhstall, sonst dreht Obi am Rad. Au, Gebüsch. Gestrüpp. Bäume. Da war ich immer dem mal geschickt aus hier. Haha. Dann kommt da wieder einer, den wir ausweichen können. So. Da kann ich auch noch austarieren, aber jetzt wird es kompliziert. Jetzt haben wir gleich links und rechts Bäumchen. Dann mache ich es wieder einfach und zack. Ha, Problem gelöst. Wir haben zum Glück eine gute Federung hier. So, jetzt wird es gleich spannend. Noch eine Kurve, dann wissen wir gleich mehr.
Da kommen wir mal rum. Aber ich hoffe, wir kommen auch im Kuhstall rum. Wenn nicht, fahre ich selber. Dann mache ich das Ganze rückwärts. Ne, es wird nichts. Na komm, das ist mir jetzt zu blöd. Das war auch nicht gut. So. Wieso baut man sowas? Das ist doch nicht schön. Jetzt hänge ich da fest. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und sehen tut man auch nichts. Falsche Richtung. Oh, ich kann abladen. Freunde, ich kann abladen. Hurra! Oh, da geht noch einiges rein, habe ich das Gefühl. Mal kicken. Kühe. Also habe ich ja noch gar nicht. Ich Idiot. Da muss ich aussteigen. Oh, 120.000 Liter gehen da rein an Nahrung. Okay. Aber das für den Anfang reicht es ja. Halt dich mal weg. Ja, ja. Hätte ich mir denken können. So, jetzt aber. Wie weit ich mein Getreide hatte. Karte. Ach, der ist ja, ja gut. So. Wachstumsstufe 6 von 7, also zweimal schlafen. Dann können wir hier den Weizen ernten. Und dann kann ich Ballen machen. Ach ja, ich werde es überleben. Ja, das war's schon wieder für heute. Wieso brauche ich jetzt hier? Warum zeigt ihr mir jetzt hier Dünger an? Hallo? Da steht, ich brauche keinen. Stickstoff perfekt. Ja, gut. Da ist zu viel Dünger drauf jetzt. Okay. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich werde mich mal wieder grande machen. Burp. So, liebe Regie, mach mal den Sound weg für meine Verabschiedung. Vielen Dank. Dann gehe ich natürlich wieder in die richtige Position. Und jetzt kann ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe mal, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag dann schon mal Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es bühnefrei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Auf Wiedersehen.